So, hier die verwegenen zwei mit einem ersten kleinen Lost Place aus dem Entschuldigen Sie, ich habe meine Harz. Mütze vergessen. Er hat seine Mütze Ah, vergessen. da ist sie. Sei seine Mütze. Kleine Skisprungschanze. Leider schon wieder viel Vandalismus. Mutwillig aufgebrochene Skihütte. Aber trotzdem einige interessante Motive. Viel Spaß beim Bonnet. Schauen. Also hier ein paar Skisprunganzüge. Skier, Skistiefel, Skisprungstiefel könnt ihr ausleihen. Nicht sehr groß, trotzdem interessant. Alles durchwühlt, aber der Blick aus dem Fenster. Leute, da ist sie, die Skisprungschanze. Schaut euch das an. Leider kein Hochkommen, total versperrt, aber auch so ein geiles Panorama. Und hier. Kleine Kuriosität, Rarität. Wer kennt ihn nicht? Jens Weißflog. Und was haben wir da? Ein Originalautogramm. Mickel ist schon wieder draußen. Ich komme auch. Mal von außen die geile Anlage 2005, das letzte Springen. Vielleicht hört ihr es, die Harzer Schmalspurbahn fährt auch. Michel hat natürlich seine Mütze nicht auf. Und hier der Absprungtisch hinter der Hecke, hier die Flugbahn. Da ist scheinbar ein Richterwerderhäuschen total eingewachsen. Man hört die Schmalspurbahn immer noch. Hier scheint eine Kinderskisprungschanze gewesen zu sein. Man sieht noch die Einspurung. Hier sind die Matten der Landebahn. Weiter unten die Auslaufzone. Da unten wahrscheinlich der Parkplatz, das Gästegelände, die Fans. War bestimmt mal eine tolle Atmosphäre hier. Und hier, wie versprochen, eingewachsen scheinbar das Richterpunkt oder der Trainerhaus, der den Springern oben signalisiert, sie dürfen losspringen oder sollen noch warten. Also interessante Sache. Ja. Hier schaut mal, da kommen sie irgendwann über eure Köpfe rüber gesprungen, fliegen hier lang und da ist dann hier unten die Auslaufzone. Also, ich will da nicht runter. Klein, aber fein. Hat man auch nicht alle Tage. Michael hat Schwierigkeiten, wieder nach oben zu kommen bekommen. So, einen Weg gefunden ganz nach unten. Kollege sagt, ich habe die falschen Schuhe an, wie immer. Kenne mich ja aus mit Umknicken. Da läuft er, der Kollege. Dann schauen wir uns das Ganze mal von unten an. Oh, jetzt wird es aber rutschig. Ich glaube, ich habe die falschen Schuhe an. Leute, schaut euch das an. Das ist brutal.
Das ist eine kleine Schanze. Ich wollte nicht da oben stehen und runterspringen. Nö. Hier die ehemalige Auslaufzone. WSV, seht ihr es auch hier oben? WSV, saugeil. Komm, mach Krabbel noch mal vor. Ui. Ha? Jawohl, also, oh, hier ist das sind wir gerade hochgelaufen. So, das war's, klein aber fein, und danke fürs Zusehen, sagen die verwegenen zwei. Ciao.